Herzlich willkommen am 16.06.2020. Das ist wieder mein Videoblog. Und ich liege heute schon früher im Bett. Ich hätte spätestens um 19 Uhr sowieso ins Bett gemusst. Jetzt ist es 18:45 Uhr. Ich bin heute schon extrem müde. Und um 19 Uhr muss meine Mutter zu einer Gemeindesitzung. Und da hätte ich sowieso ins Bett gemusst. Also bin ich früher gegangen. Heute war Claudia da. Wir waren draußen. Heute war das Wetter eigentlich ganz gut. Wir haben uns gut unterhalten und Kaffee getrunken und geraucht und sind draußen gesessen eine ganze Weile. Eine Stunde circa. Und morgen kommt Claudia nicht. Morgen habe ich meinen freien Tag. Aber den brauche ich auch. Es wäre eigentlich geplant gewesen, dass Claudia morgen auch kommt, aber ich habe jetzt kurzfristig abgesagt, weil ich doch sehr wenig Energie habe und von der Stimmung her nicht so gut drauf bin. Und ich möchte nicht, dass sie den ganzen Tag neben mir sitzt und sich langweilt, wenn es mir nicht gut geht. Und von den Stunden her geht es sich aus, dass wir morgen ausfahren lassen. Und dann hat sie auch ein bisschen Zeit für sich. Mir geht's mittelmäßig bis schlecht. Ich fühle mich noch immer leer und antriebslos und müde. Vor allem müde. Ich bin heute um 11 Uhr aufgestanden und jetzt ist es 18:45 Uhr und ich bin schon wieder müde. Also ich war heute nicht mal 7 Stunden auf. Oder 7,5 Stunden. Und es ist im Moment sehr schwer, mich zu konzentrieren und den Gesprächen zu folgen und alles auf die Reihe zu kriegen und so. Und ich hoffe, dass es nach Freitag besser ist, wenn ich bei Kerstin war. Aber die Fatigue hat mich momentan wieder total im Griff. Diese bleierne Müdigkeit. Und das ist halt voll anstrengend für den Körper und für die Psyche. Und warum es mir aber psychisch so schlecht geht, kann ich nicht sagen. Es gibt keinen Grund dafür. Es hat sich jetzt nicht groß was verändert. Und trotzdem haut es momentan nicht hin. Das macht mich sehr unglücklich und unzufrieden. Aber was soll ich machen? Ich kann auch keine positive Stimmung erzwingen, wenn es eben nicht so ist. Und die Gespräche mit Claudia sind doch immer sehr ernsthaft. Und sehr anstrengend teilweise, zwar schön, aber anstrengend auch. Und deswegen bin ich froh, dass ich morgen mal einen Tag für mich habe, wo ich nicht auf meine Assistentin warten muss oder so. Ich muss morgen ja um 8:30 Uhr aufstehen, weil die Volkshilfe wieder kommt. Und das ist schon anstrengend genug. Und deswegen bin ich
ganz froh, dass ich den Tag für mich habe. Und dass nichts so großartig Wichtiges vor ist oder keine Planungen oder ja, einfach einen Tag für mich. Und ich hoffe, danach geht's mir besser. Aber im Moment fehlt's mir einfach an Antrieb und an Ausdauer und obwohl ich heute nach, glaube ich, fast 2 Jahren das erste Mal wieder mein Rad benutzt habe. Das ist so ein Rad, da sitzt man mit dem Rollstuhl davor, die Füße sind auf so Pedale und das bewegt sich automatisch und man kann mittreten, weil ich ja nicht durchtreten kann, also ich kann nicht auf einen Heimtrainer oder so. Ich brauche was, was die runde Bewegung komplett macht und wo ich mittreten kann. Das habe ich 15 Minuten gemacht, das war auch nicht so anstrengend, aber ich werde das jetzt jeden Tag ein bisschen machen und jeden Tag ein bisschen trainieren, damit meine Füße wieder mehr Kraft bekommen und damit vielleicht ein bisschen Freude aufkommt, wenn ich das geschafft habe und damit ich vielleicht ein bisschen abnehme. Aber hier sind die Schwellungen trotzdem weiter zurückgegangen. Hier ist es noch stärker. Aber auf dieser Seite ist die Schwellung fast weg. Und man sieht wieder meinen Hals und meine Ketten. Und das freut mich. Es hat jetzt 12 Wochen gedauert, nach dem letzten Cortison, dass diese Wassereinlagerungen weggehen. Oder weniger werden, besser gesagt. Meine Finger sind auch dünner. Gott sei Dank. Meine Fingergelenke sind ja verformt und deswegen sehe ich die größte, also 58 Ringgröße, weil sie sonst nicht über die Gelenke gehen. Meine Finger an sich werden dünn, aber die Gelenke sind so verformt und sehen dick aus. Und deswegen habe ich 58 Ringgröße von 54 auf 58. Oder ich glaube von 52 auf 58. Und das hat schon mit dem Gewicht und den Wassereinlagerungen zu tun. Und dass das jetzt weniger wird, freut mich. Und ja, aber im Großen und Ganzen gibt's nichts Neues. Ich habe auch nichts geplant für die nächsten Tage. Claudia kommt am Freitag wieder. Am Donnerstag kommt Tonja. Den einzigen Tag in der Woche. Am Samstag kommt vielleicht Sonja und Claudia, weil Sonja ein paar mehr Stunden braucht und wir wieder nach Milk fahren wollen und das zur Zeit besser geht. Sonst gibt's nicht viel Neues, wie gesagt. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend oder Tag, wann immer ihr das Video seht. Ciao, eure Ines, bis zum nächsten Mal.